Weißt du noch, wie man Videos dreht? Alter, was geht ab, Leute? Hier mit am Start nach langer Zeit mal wieder. Peace. Wir testen heute alle San Pellegrino. Genau. Meine Lieblingslimonade, Leute. No joke, Platz 1 bei mir. Ich habe die, um ehrlich zu sein, noch nie getrunken, also ich bin sehr gespannt. Am Start haben wir natürlich unsere Weingläser. Also kein Tati-Hype-Gelaber, sondern wirklich. Oh mein Gott. Sorry, Tati, ich muss gegen die Füße schießen. Sagen wir so, die exotischeren tue ich beiseite und ja. Die ich öfter gesehen genau, habe. So genau, zuerst. Machen wir zuerst, ja. Guter so, Plan. Wirklich. Klassiker sind halt wirklich die, die sieht man oft. Krass, das sind genau 5 gegen 5. Wow, okay. Die sind wirklich, die sieht man selten. Ja. Ein paar von denen sieht man sogar im Aldi und so. Also ja. Rewe, okay. Edeka gibt sowieso die meisten Artikel eigentlich. Komm her, ja, warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, mach dir das selber so. Ich muss echt wieder reinkommen. Ja, komm. Immer nur ein bisschen, gell? Ja. Gleich zu viel mehr. Nee, gleich das mal. Wir haben ja 10 Getränke. Ja. So. Soll ich anfangen? Ja. Ach, Mann, ist das geil. Selbst der Klassiker, das ist wirklich richtig geil. Ich bin gespannt, Leute. Mein erster Schluck. Das ist halt Standard-Orange und ich glaube, die Orangen sind auch irgendwo aus Italien. Genau, 100% natürliche Zutaten aus italienischen Orangen. Es ist lecker. Nicht zu süß, also es ist jetzt nicht so fantahaft. Es ist erfrischend. Aber auch nicht so, wow, das haut mich jetzt um, gell? Noch nicht, nein. Ja. Ich weiß halt, im Sommer hat es mal endgut getan. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist halt sehr erfrischend. Mhm. Boah. Also ich schmecke wirklich diese unterschiedlichen Orangengeschmack raus. Okay, das ist krass. Das ist nicht eine normale irgendwie... Ich weiß nicht, von wo kommen Orangen noch mal? Gar nicht up to date aktuell. Okay. Pomelo, Pompelmo heißt es hier. Vielleicht kennt ihr Pomelo, diese Riesenfrucht, die unglaublich. Yeah. Kennst du die Pomelo? Ja, Mann. Sehr lecker, gell? Ja. Voll unterschätzte Frucht eigentlich. Voll. Also der ist jetzt schon besonders. Jetzt geht schon los direkt. Das ist für mich auch Platz 1 Pomelo-Getränk. Auch die Farbe ist so geil, so weißmilchig. Mhm. Auch dieser Nachgeschmack. Ich bin begeistert. Er ist begeistert. Oh, ich bin auch begeistert. Mhm. Du feierst Pomelo auch, gell? Oh ja. Leicht bitter, aber nicht zu bitter. Das ist schon geil, Mann. Ja. Davor war halt Schweppes so krass. So ein bisschen anderer Geschmack und so. Mm. Aber als ich das getrunken habe, ich dachte mir, auf Wiedersehen, Schweppes. Ey, Schweppes, ihr könnt uns trotzdem sponsern. Ja, aber die waren echt krass. Viele Jahre waren ja? Echt krass. Limonata Naturali. Das ist auch ein Klassiker, jetzt habe ich vergessen, die beiden. Ach, der Sound ist echt, hat was Beruhigendes. Guck mal, ja. Bist du mehr der Orange-Fan oder Zitrone? Was war es bei Eistee bei dir? Zitrone tatsächlich. Zitrone, okay. Oh mein Gott, es ist so geil bitter, so geil leicht süß. Ich bin nicht nur der Zitronen-Fan. Aber nachdem ich das getrunken habe, war ich schon. Und das ist zu viel. Nee, das ist geil. Ich mag es auch so. Ich stelle mir gerade vor, Sommer, das heißt, du hast so richtig Durst. Und manchmal, nur Wasser reicht da nicht, das stillt es nicht. Ja, da brauchst du sowas. Genug Wasser trinken, fitnesstechnisch ist das. Wie viel kostet so eine Dose oder machen wir das am Ende? Boah, weiß ich nicht mehr. Schaust du nicht, ob die Preise geht? Oh, Alter, der ist ja auch Klassiker, krass. Naturali sind halt die Klassiker, also denke ich mir. Ja. Aranciata Rossa, das ist eine andere Orangensorte. Geile Farbe. Schön, wie dieser Übergang. Also bisher haut ihn jeder von denen um. Ja, weißt du warum? Es kommt erst Kohlensäure, du schmeckst gar nicht, ja. Und dann kommt ein Geschmack und dann der geile Nachgeschmack. Mmh. Also bisher haut mich auch alle um. Also was ich mag, beziehungsweise was ich an anderen Getränken nie mag, ist so ein
bitterer, schlechter Abgang oder irgendwie, dass es im Mund zu süß ist oder bappig wird und so. Yeah. Hier ist runtergeschluckt, weg. Bisschen Geschmack noch, aber das war's. Ja, genau. 1 zu 1 finde ich auch, was du sagst. Komm, der letzte von den Naturalis. Naturali, Melograno und Arancia. Die Schlawiner, die kriegen die Farbe mit diesem Schwarz-Karotten-Konzentrat hin. Ich habe mich jetzt selber ein bisschen blenden lassen, weil dort steht 100% natürlich Zutaten plus synthetische Konsumopfer. Also Italiener sind echt krass, egal ob Gerichte essen und die. Ja. Auch Designermarken und so, ja. Schon krass. Autos auch. Autos auch, gell, okay. Italiener sind schon krass, gell, hey, Respekt. Mhm. Auch gut. Der hat dich jetzt nicht so umgeworfen wie die anderen. Nee, nicht. Okay. Aber riecht sehr gut. Ja. Riecht sehr intensiv. Ich finde den Tick zu sauer. Okay, von den 5, wie würdest du die ranken? Oh. Wahrscheinlich den hier auf den letzten. Ja. Pomelo war halt richtig geil und der war richtig geil. Ja, ja. Hier feiere ich beide so sehr. Also die wären auf dem gleichen Platz. Ja, ja. So würde ich es ranken. Kann ich zustimmen. Ich war halt mal echt richtig durstig und zwar halt echt, das war mehr als befriedigend. Das war. Creazioni, Blutorange und Orangenblüte. Orangenblüte gibt es auch manchmal im Parfums. Das ist schon eine. Das ist schon ein sehr interessanter Rohstoff. Okay, egal, kein Problem. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Naturali und Creazione? Ja, die sind halt nochmal so ein bisschen, ich kenne die nicht, aber so ein bisschen nochmal so eigenartig. Orangenblüte, siehst du ja okay, selber. Ja. Okay, die gibt es noch andere Namen. Die sind halt eher so Klassiker und die sind so gewagt. Okay, verstehe. Jetzt würde ich jetzt zeigen, hey, sind sie wirklich so kreativ, wie sie sagen. Aber für manche ist auch der Sound wichtig, tatsächlich. Ja, natürlich. Genau. Natürlich, richtige Kenner wissen das. Auch die Farbe, wie es riecht. Ja. Spielt alles eine Rolle. Shit, das ist gar nicht mein Fall. Oh mein Gott. Das schmeckt halt echt nach so einem Blatt mit bisschen Orangensaft drauf. Ja, der ist ein Fail. Ein Fail, sagt er. Noch zu viel Mineral und so komplett bei Produktion nicht aufgepasst. Irgendwie sowas. Was haben sie sich dabei gedacht? So ein geiles Produkt rauszubringen und dann sowas. What the fuck? Ey, das ist so, oh mein Gott. Der Vergleich, Leute, was wir gerade getrunken haben. Ja. Und auf einmal trinkst du das. Die dachten sich, hey, wir haben eh genug Kohle gemacht. Du von der Abteilung mach mal was Kreatives. Wir schreiben Creazioni hin. Er so, ja, okay. Ich habe keine Lust, aber ich hau einfach was raus. What the fuck? Der ist echt ein 4 oder 3 oder so. Das ist normales Wasser besser. Ja. Ich hoffe, nicht jeder von denen schmeckt so. Clementine und Pfirsich, sehr interessant. Oh, mir gefällt die Farbe. Ja. Shit, ich glaube, die werden alle schlecht. Oh mein Gott, nein. Es schmeckt. Mal schauen, ob du drauf kommst. Es erinnert mich an was. Besser als der erste, aber der Nachgeschmack schmeckt 1 zu 1 wie ein Produkt. Also ja, der ist auch nicht gut. Ja, der Geschmack kommt mir bekannt vor. Ja, das ist aber ein was ist es? Bekannter Geschmack. Alle Kinder kennen sie. Alle Kinder kennen sie? Ja. Also mich erinnert es 1 zu 1 daran. Nee, sag was? Pfirsich. Fruchtzwerge, Nachgeschmack, Pfirsich. Mmh. Ja, okay, ja. Also halt den schlechten. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, okay, dann im Schnelldurchlauf noch die letzten drei da. Mein Gott. Creazioni, Granatapfel und schwarze Johannisbeere. Der könnte interessant sein. Ich habe wenig Hoffnung. Boah, geile Farbe. Shit, der Typ ist echt schlecht, der das echt gemacht hat. Aber trotzdem besser als die anderen beiden, glaube ich. Der riecht so geil. Echt schlecht. Er schmeckt so wie eins von denen, das du offen gelassen hast und zu lange draußen gelassen hast. Die denken sich heute ein geiles Video und danach kassieren die sowas. Schade. Echt sehr schade. Digga, die werden safe schlecht. San Pellegrino, what's going on?
Der Weißwein. Diese Sorte ist auch wieder Creazione, Pfirsich und weißer Tee. Vom Aussehen her ist das hier wow. Ja. Der hat einen interessanten Nachgeschmack, aber Phase 1 und 2 schlecht, Phase 3 ist überraschend. Okay, halt schon gut. Aber würde ich alle vier nicht kaufen. Von den schlechten ist das noch der beste. Ja. Die haben extrem wenig Zucker und auch sehr wenig Kalorien. Digga, würden sie Light-Version. Ja, würden sie der in den Intense-Version machen. Ja, die haben alle viel weniger Zucker. Viermal so wenig. Mein Gott. Ja, 2 Gramm Zucker, 2 Gramm Zucker. Auf den bin ich gespannt. Ja, man, ich auch. Creazione Citrus mit Darjeeling-Tee, den trinken die Engländer viel. Ich glaube, dieser Tee ist auch aus Indien oder so. Ja. Aus Kolonisation und Zeit und so. Ja, oh mein Gott. Digga, ein schlechtes Zeichen. Ich habe gerade an Krieg gedacht. What the fuck? Zurück vom Cut. Alter. Oh, geiler Schwarztee-Nachgeschmack. Der Anfang ist so schlecht. Also auf jeden Fall im Vergleich zu den ersten drei Light-Dingern besser, aber ja. Im Vergleich zu den Naturalis. Das ist so wie bei Jujutsu Kaisen. Sukuna gegen diesen Vulkankopf, Mann. Das ist eine neue Staffel raus, gell? Ja. Beziehungsweise die ist jetzt sogar bald zu Ende, noch eine Folge von der zweiten oh, Staffel. Krass, ich habe jetzt wieder Crunchyroll. Oh, hey, das läuft bei dir, Mann. Ja, was? Das hat mich gerade ins getroffen. Shoutout geht raus an San Pellegrino. Wir können uns gerne sponsern, auch wenn wir 50% eurer Produkte nicht gefeuert haben. Ja, sehr gerne. Also ich habe echt schon viel Werbung für euch draußen gemacht. Wir ziehen uns die ganze Zeit Holle rein. Da haben wir echt Hunger bekommen. Direkt wurden wir geinfluenced. Ja, Mann, den Steakladen. Die testen auch richtig krasse Sachen. Ja. Schauen wir mal. Die alten Zeiten, Lieferando. Bester Arbeitgeber. Oh mein Gott. Zurück aus nicht gefreut. Wir sehen uns. Pass auf dich auf. Ja, danke. Peace out. Hat echt gut getan. Ja, und das war's von mir. Und überraschenderweise, Barisch, das letzte Mal aus diesem Jahr. Also für uns, jetzt ist es schon das neue Jahr. Hätten wir vielleicht im Sommer testen sollen, da wäre es noch geiler gekommen. Zumindest die normalen, nicht die Light-Version. Die, oh mein Gott, die konnten echt gar nichts. Aber ja, das war's von mir und Barisch. Euch einen guten Rutsch, gutes, frohes, neues Jahr, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab. Danke für euren Support. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Das war's von mir. Es wird spannend.